Linksextremisten haben kürzlich mein Wahlkreisbüro besucht und ihre krakelige Handschrift hinterlassen. Wieder einmal. Erneuter Anschlag auf die AfD. Unser frisch eröffnetes Wahlkreisbüro wurde von der Antifa mit peinlichen Parolen beschmiert. Diese feige Aktion nach unserer Eröffnungsfeier zeigt, wie dringend wir eine echte politische Auseinandersetzung brauchen. Wer zu solchen Mitteln greift, hat keine Argumente. Was wurde mir schon alles vorgeworfen? Wie wurde ich in den letzten 8 Jahren beschimpft, seitdem ich mich aktiv für mein Land einsetze? Ich würde Hetze verbreiten, Hass gegen Migranten schüren, impliziert zur Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen und den Krieg in der Ukraine befürworten. Sei es durch zahlreiche E-Mails, Kommentare in den sozialen Medien, Drohbriefe in mein Büro oder sogar Anfeindungen auf offener Straße. Wir stehen für das Gute ein. Für den Erhalt unserer Heimat und Kultur. Den Wohlstand unseres Landes, den Frieden in Europa, der Freiheit. Seit einigen Jahren eskaliert die Gewalt in Deutschland, aber tatsächlich. Und ich spreche nicht nur von der Kriminalitätswelle unserer neuen Gäste, der Vergewaltigungen und Morde, der Messerstechereien und Raubüberfälle. Nein, die politische Gewalt kennt keine Grenzen mehr. Brutale Überfälle auf Menschen, die Kleidung tragen, die denen nicht passt. Gefährliche Körperverletzungen von Politikern, Gewalttaten gegen die Polizei oder sogar Übergriffe auf wehrlose Frauen. Mir ist, Gott sei Dank, bisher nichts Schlimmeres passiert. Ich habe auch der Polizei dafür zu danken, denn die Bedrohungslage ist immens. Denn die, die immer dafür schreien, gegen den Hass zu kämpfen, sind selbst hasserfüllt. Die, die meinen, gegen Gewalt zu sein, stehen solidarisch neben diesen Leuten. Denjenigen, denen kein Mittel gegen die politische Opposition hart genug sein kann. Wir haben im Fall Robert Fico einen traurigen Höhepunkt der politischen Gewalt in Europa sehen können. Die Spirale dreht unaufhörlich weiter und fordert irgendwann sogar Leben. Politik lebt von Dialog, vom Austausch, nicht von Gewalt und Sachbeschädigungen.